bekräftigen noch einmal unsere Aussage vom Impfgipfel am 11. Februar, dass bis zum Ende des Sommers jedem Bürger und jeder Bürgerin ein Impfangebot gemacht wird. Das schließt auch diejenigen ein, die jetzt zusätzlich wahrscheinlich in dieses Impfangebot mit einbezogen werden können, nämlich die 12- bis 16-jährigen Kinder. 12- bis 16-jährigen Kinder.